Gummo, 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 Galligrü und willkommen zurück zur Switch Beta von Inazuma 11 Victory Road. Und heute gehen wir endlich rein in den geheiligten Lachs. Und damit meine ich die Speicherdatenverwaltung bzw. das Cross-Save-Feature. Das ja, na, wir wissen das, spätestens dann greifen soll, wenn die Steam- und die PS-Version herausgekommen sind, sodass dann Switch, PS4, PS5 und Steam ineinander greifen können, wie ein Zahnrad am Narkois. Bis es soweit ist, gucken wir uns aber jetzt schon mal im Vorfeld an, wie genau das funktioniert mit dem Cross-Save, was man dafür tun muss und so weiter. In diesem Sinne, lassen Sie nun einen Daumen nach oben da für den heiligen Support. Danke für Ihre Unterstützung, meine Brudingos. Und damit können wir jetzt dann auch eigentlich ja, in den Titelbildschirm gehen. Es tut mir sehr leid, dass das so lange auf sich hat warten lassen mit der Verwaltung. Ich muss jetzt auch gerade auch hier leider den Sound wieder muten. Copyright geschützte Musik. Es tut mir sehr leid. Halten wir uns aber nicht daran auf. Wir sind sehr spät dran, wenn es um die Speicherdatenverwaltung geht. Ich weiß, aber ich bin so ein bisschen der Meinung, besser spät als nie. Und wir gehen sofort rein. Haben hier drei Möglichkeiten, aus denen wir auswählen können. Ich weiß, by the way, nicht, ob man diese lokalen Speicherdaten, die ihr hier seht, auch, also ob die automatisch hochgeladen werden in so einem Autospeichersystem oder ob man das quasi manuell jedes Mal machen muss, dass man die neueste Version hochlädt. Und ich glaube, so ist es auch, dass du eben quasi, oder also ich habe keine Ahnung, also ich habe jetzt hier noch keinen, und da muss ich ehrlich sagen, keine Anmeldung zu einem Epic Games Konto gesehen in Level 5. Kommt das dann doch nochmal in einem extra Update oder so? Weil, also für PS4, PS5 und Steam-Version heißt das, man braucht ein Epic Games-Konto. Soll für die Switch, so wie ich das verstanden habe, aber nicht sein. Und das hat mich mega verwirrt, wie man das hinbekommen möchte, die Switch quasi nicht mit in dieses Epic Games-System einfließen zu lassen, obwohl die Möglichkeit über eine Anmeldeeinbindung sogar existieren würde. Weil ich glaube, Fortnite macht das ja auch. Und naja gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, Epic Games wird dann kommen, wenn die anderen Versionen droppen. Und das dürfte, boah, von mir aus, so kann das gerne in den nächsten Tagen passieren. Dann zeige ich von mir aus auch gerne mal die Steam-Version. Auch grafisch wird das eine Bombe. Wir gucken uns aber an. Die erste Option. Hochladen auf Cross-Save. Und das ist das, was ich eben meinte. Ne? Speicherdaten auf Cross-Save hochladen. Deswegen glaube ich halt nicht, dass das automatisch passieren wird, sondern eben, naja, du musst es manuell jedes Mal andrücken, wenn du deine aktualisierten Daten hochladen möchtest. Ne? Wir machen das mal. Beziehungsweise, wir machen das gleich. Können nämlich auch die Cross-Save-Daten runterladen. Es sollten aber momentan noch keine verfügbar sein, außer eben die meinen von der Switch-Version. Wir können die Speicherdaten zurücksetzen. Das ist ja maximal bodenlos, weil so kann man die Speicherdaten der ganzen Konsole zurücksetzen. Sind damit aber, ich sag mal, nur meine gemeint oder auch die der anderen Accounts? Das wäre halt wild, ne? Wenn du wirklich alles weglöscht. Weil so klingt es. So klingt es. Aber DeepL-Übersetzung, ne? In a good faith hier an der Stelle. Wir laden hoch. Auf geht das. Ich bin sehr gespannt. Oh mein Gott. Ich dachte gerade, das Game hat hier so eine Bar, so eine Leiste, die zeigt, wie weit das schon abgeschlossen ist. Oh mein Gott, was kommt jetzt? Oh mein Gott, es hat wirklich eine Ladebar. Wie cool ist das denn? Okay, ich habe maximal Mist erzählt. Never mind. Es gibt doch die Möglichkeit, sich hier auf der Nintendo Switch über ein Epic Games Konto einzuloggen. Ich mache das gerade mal. Ich habe den QR-Code eingescannt. Ihr seht ihn gerade hier. Ich muss ihn leider verdecken, weil sonst irgendwas leaken. Grrr. Okay, ich glaube, ich bin eingeloggt auf der Epic Games Seite und muss jetzt ins Account-Portal hinein. Wir drücken einmal drauf und hier steht jetzt Success, also ein Erfolg. Ja, und ihr seht, ich bin erfolgreich eingeloggt und natürlich ganz klar Creator Code. Nicht mehr Random KHD, aber vielleicht eines Tages irgendwann mal wieder. Anyway, zulassen, ja, auf jeden Fall. Und nun, das ist nämlich der Punkt gewesen, wo ich mir dachte, wie sollen wir denn bitte zum Teufel, ich sag mal,
unsere Speicherdaten immer simultan überall switchen, ohne dass es nicht irgendeine Schnittstelle wie Epic Games gibt. Zumindest auf der Nintendo Switch. Das hat mich halt so, ich sag mal, verwirrt. Von wegen, es kann doch nicht sein, dass man einfach für die Switch-Version keinen Epic Games-Account braucht. Du musst doch dich irgendwie mit so als Schnittstelle mit den anderen Plattformen wie PS4, PS5 oder Steam, du musst doch mit denen kommunizieren können. Das geht halt natürlich nur mit einem Epic Games-Konto. Und da das jetzt, ich sag mal, gelinkt wurde, meines Wissens nach sind die Daten hochgeladen. Also, ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt nicht, warum nicht. Also von daher, es wird schon geklappt haben. Maschaler. Ja, und damit würde ich sagen, lassen wir das Video kurz und knackig. Ich kann euch noch ganz kurz meine, ich sag mal, Erfahrungen schildern, wie ich mich einloggen konnte und so. Ich hatte den QR-Code hier eingescannt und das halt über mein Samsung-Smartphone. Und wenn du das tust, öffnest du halt immer den Samsung-Webbrowser, der halt absolut Müll ist, weil ich da halt nicht angemeldet bin mit meinen ganzen Konten. Deswegen ich halt den Link kopieren musste, dann auf den Google Chrome Browser wechseln musste, right? Und dort dann alles gemacht habe. Da, ab da an ging es easy und schnell und ich war innerhalb von 2 Minuten drin. Also es ist absolut nicht schwer, sich da einzuloggen. Macht das auf jeden Fall, nutzt es. Wenn ihr einen powerful PC habt, einen PC, der schon leistungsstärker ist, oder eine PS5 oder eine PS4 oder eine PS4 Pro, so, dann könnt ihr einfach in den Genuss kommen. Inazuma 11 Victory Road in einer grafisch viel besseren Qualität zu spielen, als wir es hier von der Switch kennen. Ich glaube, die Switch-Version, holy, die muss schon einige Abstriche wahrscheinlich machen. Aber ich hoffe, dass es sich trotzdem noch visuell bis zum finalen Spiel verbessern wird. Und ich glaube sogar von Update 1.1 soweit gesehen zu haben, dass die Visuals schon so ein bisschen besser aussehen als noch in 1.0. Ich glaube auch, es gibt neue Stadien oder die Stadien sind jetzt gefüllt mit Publikum und ich glaube sogar mit besserer Belichtung und so. Also es hat schon einiges gebessert, aber ich würde halt wirklich empfehlen, auch mal die anderen Versionen auszuchecken. Also tut das, ladet eure Daten auf den Cloud hoch und dann, sobald es dann soweit ist, könnt ihr sofort rüber switchen und alles ist tutti banane, wie man so schön sagt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauerisieren und bis zum nächsten Mal. Gehaben Sie sich wohl.